Hallo zu Tacheles aus Breckerfeld. Eines kann ich Ihnen sagen. Seit dieser Krise habe ich schon öfter mal gedacht, ich kriege die Pimpernel. Das ist so eine Redewendung hier aus dem Sauerland. Und das wird so mit richtig viel Elan ausgesprochen. Ich kriege die Pimpernel. Damit meint man, dass man so kurz davor steht, die Geduld völlig zu verlieren. Besonders wenn eine Sache nicht so läuft, wie man sich das so vorgestellt hat. Na, geht es Ihnen vielleicht auch gerade so? Dann reden wir mal Tacheles darüber. Tacheles reden, das bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt die Meinung sagen. Genau das sollten wir als Christen ja eigentlich zu jeder Zeit tun. Je länger diese Einschränkungen bestehen, desto ungeduldiger und hibbeliger werden wir ja irgendwie alle. Also da kann ich mich auf jeden Fall nicht von freisprechen. Es steht für die meisten von uns doch einfach viel zu viel auf dem Spiel. Aber genau hier, mitten in diese harte Realität des Alltags, spricht Gott in Ihre, in meine Situation hinein. Denn er hat zum Thema Geduld eine ganz klare Anweisung gegeben. In Jakobus 5, Vers 10 heißt es, meine Brüder oder auch Geschwister, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Wir müssen uns also nicht einbilden, wir wären die Ersten, die Leiden erdulden und ungeduldig sind. Nein, nein, nein. Darum heißt es ja im Jakobusbrief, nehmt euch die Propheten zum Vorbild. Und das ist keine nette Empfehlung, sondern sogar eine Art Pflichtprogramm für uns Christen. Beten wir um Geduld, denn ungeduldige Kurzschlusshandlungen, die können total katastrophale Folgen nach sich ziehen. Reden wir Tacheles. Ich frage Sie heute ganz unverblümt. Wie steht es um Ihre, um eure Geduld in und mit dieser Krise? Vertrauen wir ihm, dem Herrn, der alles in seiner Hand hält, gerade auch jetzt? Oder meinen wir, wir müssten die Zügel in die Hand wieder mal nehmen? Diese Frage müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Wir sehen uns das nächste Mal mit Tacheles aus Breckerfeld. Und bis dahin, seien Sie doch ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute. Ihr Johannes Vogel.